So, heute im Juni gratulieren wir. Und zwar Stefan Karl Weinsbach als Nilius Lord of Hunger. Ja, Nilius Lord of Hunger, Stefan Karl Weinsbach. Ja, der freut sich wie Hulle. Er hat es geschafft, er bekommt die Nummer. Ja, weit über 10.501 und einer mittlerweile dabei. In seiner Region 700 Einheiten und er bekommt eine Nummer und gehört zur 501 Garnison. Jeder kennt sich aus bei denen. Es gibt auch ein Mitglied, 24 Mitglieder etc. pp. Bei 501, das sind dann Squad, Quad Leader und Einzelkämpfer sowie meiner einer. So, ich möchte gerne, sicherlich irgendwann, im Moment noch nicht, aber wenn, dann überhaupt nur als Stormtrooper, als Captain Rex. Ich habe mein Alter, passt zu mir. Gewöhne mir gerade an, auch das Outfit hinzubekommen. Als Captain Rex kriege ich das hin. Schönen alten Bart dann dazu. Das ist das, was ich gerne hätte. Aber ich nehme mir Zeit. Ich nehme mir Zeit. Ich möchte nicht so schnell. Und ich gratuliere heute, deswegen dieses Video gemacht, den Stefan Karl Weinsbach, weil er mit der Erste war, wo wir vor, wie wir angefangen jetzt hier mit Facebook, war er die Nummer 1. Wir beide hatten uns das so ein bisschen ausgedacht und jetzt sind wir schon weit über 800. 800 Begeisterte. Davon war der Club hier, der Dortmunder Fanclub, beziehungsweise Verein. Wir sind ja ein Fanclub der Stadt Essen und gestern waren auch wieder ein paar Mitglieder da, die da so gerne Tabletop-mäßig Star Wars machen möchten. Mal schauen, es sind 24 Personen, ob wir das hinbekommen, ob wir hier die Tabletop spielen oder halt ich als Firma halt nur für die Sachen zuständig sein werde, wo sie die Ware dann hier beziehen. Sie suchen jemanden, wo sie Ware beziehen können. Sie möchten es gerne vor Ort. Wir möchten es also als Team in Ordnung bereit erklärt. Mal schauen, ob wir machen können, irgendwelche Tabletop, neue Garnisonen etc. pp. Auf den Weg zu bringen. Also wie gesagt, Tabletop, Cosplayer. Und im Moment nehme ich oder mache ich dieses Video, weil ich freue mich für ihn. Ich freue mich für Stefan Karl Weinsbach, Nilius Lord of Hunger. Er hat ja viel investiert ins Kostüm und hat ja am Wochenende, Pfingstwochenende, sich ablichten lassen, hat dann alles dort untergebracht und er hat die Antwort bekommen, positiv, dass er, wie gesagt, in Amerika jetzt niedergeschrieben und somit aus Amerika die Nummer bekommt. Somit gehört er offiziell zur großen Garnison. In den Staaten gibt es 27 Garnisonen. Weltweit gibt es, wie gesagt, insgesamt nur 10.000 Einheiten, die bei den ganz großen Star Wars mitmachen. Das bedeutet, er als Mitglied kann dann eingeladen werden zu diesen amerikanischen, vor allen Dingen mexikanischen. Da geht es ja richtig zur Sache, wenn die so richtig auflaufen, wenn er das große Glück auch hat, dass er vielleicht irgendwann mal bei einer Disney-Sache dabei sein darf. Er hat sehr viel Geld ausgegeben für sein Kostüm Nilius. Wir haben ihn ja begleitet, wir sind ja gestartet mit Kylo Ren 2015, da war ja schon die Idee, da hat er es ja versucht mit Kylo, Kylo hat nicht so, oder wurde nicht so angenommen, da wäre auch ein bisschen zu teuer geworden das Ganze, aber er hat halt bei Wicked Armor angefragt, Wicked Armor hat ihm dann das Kostüm erstellt, den Rest hat er sich dann erstellen lassen, wie den Gürtel, wie das Laserschwert, für Nilius, auch in seiner Farbe und so weiter. Und jetzt stolz wie Oscar heute, er präsentiert sich heute und wir gratulieren auf dem Weg. Wir gratulieren den Stefan Karl Weinsbach und wir hoffen, dass man dann in den Jahren viel von ihm hören wird. Meiner einer ist und bleibt Stormtrooper, das reicht. Kylo Ren ist auch noch da, Revan ist auch noch da. Wie gesagt, ich nehme mir persönlich sehr viel Zeit, mir diese Figuren bzw. die Kostüme schneidern zu lassen, vielleicht auch selber Hand anzulegen, nur meine persönliche Zeit reicht nicht aus, um jetzt an einem sehr guten Stormtrooper Kostüm zu gelangen. Mein Lieblingskostüm wäre jetzt Neue Order gewesen, aber Neue Order überschreitet aber auch weit den Preis, weil ist ein bisschen teuer das Ganze, ist ein schönes Hobby, dazu zu gehören, macht auch viel Spaß. Aber das Geld ist also nicht mehr so locker oder man gibt das Geld nicht so gerne
unbedingt aus. Und die Händlerseele brennt auch zwischendurch. Man will auch hin und wieder mal Handel treiben und diese Figuren dann einem verkaufen, der, wo man merkt, dass da die Freude ist und so weiter. Und meiner einer ist dann immer so ein Zwiespalt. Im Moment ist die Sommersache merkwürdiger Sommer, ein getarnter Sommer. Wir haben sehr stürmische Wettereinheiten im Moment da draußen. Wenn ihr das Video seht, ist bei euch das Wetter vielleicht schon in einer viel besseren Variante, wärmer etc. Viele werden dann vielleicht schon an der Beach sitzen. Unser einer ist hier leider heute mal nicht am Schwitzen, aber freut sich sehr für den Stefan, weil der Stefan, wie gesagt, auch einer der ersten war, hier wieder Kevin. Kevin ist aber mehr so ein Star Trekker, ist so ein Hauch von Star Wars, aber mehr Star Wars Trekkie. Und Stefan ist, wie gesagt, ein waschechter Star Warser, ein echter Universe und wie gesagt Legends und gehört demnächst, wie gesagt, auch zum Kanon und passt. Ja, Nilius ist nicht so angesagt, Nilius ist auch nicht so gefragt, ist er eine Randerscheinung, glaube 4 oder 5 müsste es mittlerweile Nilius geben in dieser Stormtruppe beziehungsweise 501 Garnison, und das ist schon eine tolle Sache, wenn auch er angenommen wird als Nilius, als Lord of Hunger. Ja, wie gesagt, ich bleibe bei Revan, weil Revan seine Doppel, weil ich bin ja nun mal ein geborener Zwilling und das passt zu mir, ich bin ein Zwilling, bin durch und durch ein Zwilling und somit passt zu mir Revan. Mit Revan komme ich gut klar, ich finde die Figur gut und es passt ja auch zu Nilius. Wir haben ja auch da mal drüber philosophiert, dass Nilius und Revan vielleicht vor laufender Kamera irgendwann mal was machen werden, also er als Nilius, ich als Revan, müssen wir mal schauen. Jetzt, wo ein bisschen Stille einkehrt, jetzt wo der Sommer sich von einer merkwürdigen Seite im Moment zeigt, wir haben jetzt erstmal frisch Juni und Star Wars ist jetzt auch gerade mal 10 Tage beruhigt, also wir hatten den ganzen Mai Star Wars. Den ganzen Mai haben wir gefeiert, wir haben richtig tierisch gefeiert, ihr wisst, viele, viele Einladungen, viele sind gekommen, viele waren da, viele Konversationen, viele Unterhaltungen, viele Kostümbeiträge, Filmbeiträge, Clipbeiträge wurden gemacht, auch von meiner einer habt ihr ja gesehen, wie gesagt, 6 volle Monate mal für Star Wars investiert. Wirklich auch den Conventions, eine Convention ist ja noch offen, wie gesagt, das ist im August, die Dokon, und jetzt ist, wie gesagt, ein bisschen ruhig, mal schauen, weil man ja auch neuere Figuren hätte haben wollen, die aber leider hier noch nirgendwo zu haben, nur in Orlando, mal eben nach Orlando, um neue Figuren zu holen, nö, als Händler sage ich jetzt mal nein. Als Händler werde ich jetzt mich nicht mehr auf Figuren konzentrieren, sondern eh hobbymäßig. Und wenn hier dann irgendwann mal alle weg sein sollten, ist okay. Aber nur an die, die auch wirklich, wo man sieht, die kriegen das Geschenk, die gestern auch. Ach, herrlich. Eine Mutter war da, die sagte, also mein Sohn ist momentan in Österreich, ist eine ältere Dame gewesen und der Sohn hat auch ein gewisses Alter, ich glaube schon weit über 35. Aber die Mutter, so in meinem Alter, könnt ihr euch also vorstellen, eine richtig schöne, reife Dame, die da auch philosophierte und die ganzen Sachen sich angesehen hat. Und wir haben dann auch den Yoda nochmal eben kurz vorgeführt, weil er kann ja sprechen und sich bewegen. Und war schön. War richtig schön zu philosophieren im Star Wars Modus. Und mittlerweile, wie gesagt, möchte ich die Sachen auch gar nicht so gerne verkaufen, weil es ist eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, wenn so ein Kinofilm anläuft, in diesem Zeitraum, nächstes Jahr ab 2018, im Mai ist es okay, weil Mai passt. The Force Day, so leichte Erinnerung des Geburtstages, ja, da wird Star Wars 41 schon. Und dann kommt, wie gesagt, der Spin-Off mit Han Solo. Jetzt, in 5 Monaten,
ist es ja soweit, in 5 Monaten, 6 Monate, also 5 Monate, der Rest von diesem Monat, ist es soweit, oder runde auf, 6 Monate noch, volle 6 Monate noch, dann kommt Episode 8, hoffentlich haut uns das vom Hocker, hoffentlich bringt uns das einen Schritt weiter, ja, das alles, die Macht, die 2015 erwacht, jetzt mit 2016, Rogue One war und jetzt Episode 8 erscheint, also es geht ja ziemlich flix, es geht ziemlich flux, es geht ziemlich schnell. Aber trotzdem, wenn wir uns so überlegen, alles so schnell, aber nur für die, die sich wirklich damit investieren, also hier Stefan Karl Weinsbach, der investiert ja eine Menge, wir alle investieren eine Menge an Zeit und an Inspiration, an Figuren, an Ideen. Wir leben ja schon im Star Wars Modus. Durch die allerneueste Elektronik, mit der allerneuesten Technik kann man sich ja stundenlang damit beschäftigen. Man kann eintauchen, man kann selber Hand anlegen, an den Kostümen arbeiten, an der Geschichte arbeiten, sich miteinander verabreden. Wie gesagt, wie die Truppe hier war von Dortmund, das war richtig schön. Wie dann auch die einzelnen Herrschaften hier waren, das war wunderschön. Man ist am Arbeiten, plötzlich ist einer da, wow, wo kommst du her? Und so. Es sind schon tolle Geschichten, die hier jetzt im Mai abgelaufen waren. Und jetzt freue ich mich in diesem Moment, wie gesagt, für Stefan Karl Weinsbach, der jetzt als Nilius, Lord of Hunger, demnächst dann bei den 501 zugehört. Finde ich gut. Also ich bin lieber ein Quadleader, bin auch eine Einzelperson, bleib auch so. Möchte jetzt nicht unbedingt in eine vollen Garnison unterkommen. Nee, ich bleibe hier als One-Man-Station hier vor Ort und wie gesagt, hier irgendwie so eine Einergruppe, nur Stormtrooper. Mal schauen, ob das gelingt. Aber im Moment, wie gesagt, es muss nicht sofort gelingen, es soll dauern. Ja? Wir arbeiten ganz langsam daran, weil die Idee besteht, 50 Jahre Star Wars. 50 Jahre Star Wars im Jahre 2027, im Mai, am 25. Mai 2027, 50 Jahre Star Wars mit Episode 4. Toll an der Geschichte ist ja, dass viele fragen, wieso konnte sich Obi-Wan Kenobi nicht an R2-D2 erinnern. Nun, in Episode 4, das jetzt 40 Jahre nun mal Jubiläum hatte, Geburtstag somit, konnte Obi-Wan Kenobi sich nicht an R2-D2 erinnern, weil zu dem Zeitpunkt noch keiner wusste, dass 1, 2 und 3 jemals gedreht wird. Es war Starlackau in den Sternen, dass 7, 8 und 9 irgendwann mal gedreht würde. Aber irgendwann, 99, ist es ja dann abgegangen, 1, 2 und 3. Und dadurch kommt natürlich jetzt, nach 40 Jahren, einige fragen sich, wieso hat Obi-Wan Kenobi R2-D2 nicht erkannt? Wie gesagt, konnte man zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Aber man kann sich ja wunderbar sich vorstellen, warum Obi-Wan Kenobi sich an R2-D2 nicht erinnert hat. Ist ja wohl logisch, weil er zu dem Zeitpunkt natürlich den Luke Skywalker neben sich hatte. Er musste so tun. Er musste auch sagen, dass der Darth Vader seinen Vater hat getötet. Er hat nicht gesagt, dass der jetzige Darth Vader sein Vater ist. Man wollte ihm halt ein bisschen schonen, das Ganze. Unter uns wäre ja auch die gesamte Dramaturgie weg gewesen. Ja? Man hat uns also ein Futter gegeben. Wir haben uns füttern lassen, filmtechnisch, sprachtechnisch. Und wenn man das heute alles auf die Goldwaage legen nach 40 Jahren, kommt natürlich nichts Gutes dabei raus. Ja? Die Filme sollte man so lassen, wie sie sind. Man sollte gar nicht erst drüber nachdenken. Man sollte die auch nicht so auseinandernehmen, wie einige auseinandernehmen. Ja, Pixel für Pixel, gucken und so. Kommen da merkwürdige Sachen mal raus. Wenn man den Ursprung 77 gesehen hat, war eh alles anders. Auch die Tontechnik war anders. Der ganze Hype war anders. Heute fängt jetzt ja nochmal still an. Kein Central Fox mehr dabei, kein TRX mehr, sondern Sound. Und dann war es das. Und wenn man einen guten 3D-Sound hat, 9.1, in 3D, 4K, in der Tiefe und das alles, merkt man ja auch, dass da kaum Effekte sind. Man sieht also eine Tiefe, man sieht den Film in 4K-Qualität,
in guter Soundqualität. Ja, das besticht dann sozusagen. Es ist ein bisschen runder geworden. Wir hatten ja halt noch den Ursprung, wir hatten alles noch mal neu, super neu, die Lichtschwerter neu, die Thematik neu, die Menschen neu, die Figuren neu, Droiden, Roboter, Technik neu. Ja, das war neu. Das waren 40 Jahre. Ja, und ein Nils, an den hat man überhaupt nicht gedacht. Und einen Rivan hat man auch nicht gedacht. Und überhaupt an den ganzen Universe hat man überhaupt nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Wie sich nachher so mittlerweile dann alles so, ne, zentralisierte, dort zentral. Und es gibt ja, wie gesagt, Freunde, die nur 4 und 6 mögen. 4 und 6, Feierabend, gut ist. Die denken auch nicht drüber nach, ob Obi-Wan Kenobi den R2-D2 kannte oder nicht kannte. Und man muss sich das halt über die Zunge zergehen lassen. Man, jetzt durch Rogue One hat man ja auch gesehen, dass das R2-D2 im Hangar waren, ja, die dann mit dem Konsularschiff, wie gesagt, dann geflogen waren, weil ja die Sachen der Leia anvertraut wurden und so weiter und so fort. Man hat also einen wunderbaren Faden doch gefunden und hat auch, wenn es auch nur Sekunden waren, alle wichtigen Personen mit eingeflochten. Also ist eine tolle Sache schon gewesen, wenn man sich die Filme genauer anschaut. Ich habe mir jetzt sehr viel Zeit genommen, eine 6-monatige Zeit, davon einen Monat intensiv, das war ja der Mai, und durch dieses, wir haben die allermodernste Technik und konnten uns das also, wie gesagt, alles anschauen. Und durch dieses Anschauen des Ganzen haben wir ja dann, wie gesagt, festgestellt, dass es passt. Es passte wirklich. Natürlich war ein trauriger Modus im Rogue One, wie alle verstarben. Hätte nicht unbedingt sein müssen, dass alle versterben. Man hätte es auch anders machen können, wie zum Beispiel R2-D2 kannte er nicht, der Obi-Wan Kenobi, die bei Rogue One nun mal als Rebellen da gearbeitet, ihr wisst schon, die Papiere geklaut, auf Deutsch gesagt, vom Todesstern, und hätte man schon. Ja, nicht alle. Ne? Obwohl, egal, ist geschehen. Bei den Rebels, ja, kann man sie alle noch sehen. Auch Ahsoka ist nicht verstorben. Ahsoka, die lebt auch noch. Nur, wie gesagt, man will die Rebels jetzt so langsam ausgleiten lassen. Man will ja jetzt ab August so ungefähr mit neuartigen Sachen uns erfreuen. Jetzt am 17. Juni kommt hier die Staffel 3 nochmal in Disney Channel. Kann man sich dann auch nochmal anschauen. Wie gesagt, wer die neueste Technik hat, kann mit Star Wars jonglieren, kann wirklich sich alles anschauen, kann in die Tiefe gehen, muss nicht unbedingt die Bücher lesen, sondern durch diese allerneueste Technik kann man es ja abrufen aus dem Netz und damit sich das Ganze zugänglich machen. Grüße, hi. Hi. Ausruhen? Okay, alles klar.